The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Wie zur Zeit Noahs. Und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird's auch geschehen in den Tagen des Menschensohnes. Mir wurde gezeigt, dass sich unsere Welt in einem furchtbaren Zustand befindet. Der Engel der Gnade faltet seine Flügel und ist bereit, wegzugehen. Das Gesetz Gottes wird für nichtig erklärt. Wir sehen und hören von Verwirrung und Ratlosigkeit, von Mangel und Hunger, von Erdbeben und Flutkatastrophen. Schreckliche Untaten werden von Menschen begangen werden. Leidenschaft, nicht die Vernunft, herrscht. Der Zorn Gottes ergießt sich über die Bewohner der Welt, die bald schon so verdorben sind, wie die Einwohner von Sodom und Gomorra es waren. Schon fordern Feuersbrünste und Überschwemmungen Tausende von Menschenleben und zerstören Eigentum, das durch Unterdrückung der Armen in egoistischer Weise angehäuft wurde. Der Herr wird bald sein Werk abkürzen und der Sünde ein Ende bereiten. Wenn doch nur die Szenen, in denen mir die vergangenen Ungerechtigkeiten dieser letzten Tage gezeigt worden sind, auf das Denken des bekennenden Volkes Gottes einen tiefen Eindruck machten. Wie zur Zeit Noahs, so wird es sein, wenn der Menschensohn offenbart wird. Der Herr zieht seinen zügelnden Einfluss zurück. Schon bald wird es Tod und Vernichtung geben. Die Kriminalität wird anwachsen und gegen die Reichen, die sich über die Armen erhoben haben, wird grausam und schlimm vorgegangen werden. Menschen ohne Gottes Schutz werden an keinem Ort und in keiner Stellung Sicherheit finden. Menschliche Werkzeuge werden ausgebildet und verwenden ihre Erfindungsgabe darauf, die mächtigste Tötungs- und Verwundungsmaschinerie in Gang zu setzen. Meine Brüder und Schwestern, ich appelliere an euch. Viele verzerteln und verwöhnen sich zu sehr. Sie halten sich zwar für Christen, aber sie wissen nicht, was es bedeutet, ein praktisches Christentum zu leben. Was bedeutet es, Christ zu sein? Es heißt, Christus ähnlich zu sein. Arbeitet mit Gott zusammen, indem ihr in Übereinstimmung mit ihm handelt. Treibt aus dem Seelentempel alles aus, was die Stelle eines Götzen einnimmt. Die jetzige Zeit ist Gottes Zeit und seine Zeit ist eure Zeit. Kämpft den guten Kampf des Glaubens, indem ihr euch weigert, ungläubig zu denken oder zu sprechen. Die Welt soll die letzte Warnungsbotschaft hören.